Das ist gut. Du bist warm geworden, ne? Zwei Tage Jagd. Ja, ich bin durch. Ich schätze, liegt so auf 500, 600 Metern. Wird auf jeden Fall actionreich und spannend. Zaubern! Zaubern! Da oben sind sie! Das ist ein sogenannter Hosenflicker. In den Hang geschossen, der hat nach oben geschossen. Und er darf nicht hier schießen, da sind die Pfeile. Also muss ein Dai geschossen haben. Schnäppchen gewesen bei Franconia, soll angeblich die Nieren warm halten. Ich werde es mal versuchen. Ja. Drin in der Pantoffel. Diese Schuhe sind super. Die haben nämlich einen integrierten Nierenschutz. Siehst du das? Gibt's nur bei Franconia. Weidmann Teil, liebe K&K Premium Jagdfans. In unserer heutigen Episode geht es um Revierfahrzeuge auf Elektrobasis. Wir testen die neue Jäger Next von Hähnel und wir haben das neue Drückjagdglas der Nachtsichttechnik Jahnke, das Noctis 1-6x28 im Einsatz. Als Gast der Episode begrüßen wir Udo Röck, den Erfinder der mobilen Jagdkanzel aus Sigmaringen. Man muss über die mobile Jagdkanzel wissen, 380 Kilo Gesamtgewicht, Wohnmobilbauweise, wirklich isoliert. Ich bin sehr stolz drauf auf die gelenklose Stahlkonstruktion, wenn Sie mit Ihrem Körpergewicht in der Kanzel stehen. Kein Geräusch, wenn sie sich bewegen. Sie ist geeignet für die Ansitzjagd, für eine vollwertige Schlafkanzel und für die Trickjagd. Mit dieser Höhe von 4,60 Meter, 5 Meter Höhe, der Kugelfang ist gewährleistet. Bei uns in Baden-Württemberg wird die Kanzel aufgrund dieser Vorteile sogar bis zu 1.500 Euro vom Landesjagdverband Baden-Württemberg gefordert, da sie für die Trickjagden auch optimal ist an jeder Position. Also über den Bewuchs schauen, sicherer Kugelfang, und so leicht und einfach aufzustellen. Also man braucht keine Hilfe dazu. So einfach habe ich das konstruiert und es funktioniert schon seit über 10 Jahren so. Also hier gibt es was ganz Neues. Das ist unser neuer Jäger Next. Das ist ein Geradezugrepetierer mit einer komplett neuen Handspannung, weil die Handspannung nicht mehr hinten über einen Daumenschieber oder sowas funktioniert, sondern eine echte Handspannung ist. Was haben wir für ein Glas drauf? Drauf haben wir das Jahnke Noctis. Das ist ein ganz neues Drückjagdglas. Ganz neues, ich glaube, sehr kompakt. Jahnke, sehr kompakt. Auch sehr angenehm, weil du hast entweder Rotpunkt oder Grünpunkt. Genau. Lässt sich sehr einfach einschießen durch eine Schnellklickverstellung. Wenn die Waffe geladen wird, dann ist sie so verriegelt. So ist sie schussbereit. Schussbereit. So ist sie verriegelt, da ist die Kammersperre drin. Da ist sie schon verriegelt. Wenn du jetzt entladen möchtest, ohne die Waffe scharf zu machen, gehst du hier hinten über diesen Schieber, diesen Dreistellungsschieber. Ja. Drückst du den nach links und ziehst die Waffe einfach auf. Perfekt. Dann kannst du entladen, ohne die Waffe scharf zu machen. Jetzt habe ich die Waffe ganz normal in der Mittelstellung. Jetzt kommt Wild in Anblick, dann drücke ich nur den Kammerstängel nach vorne, ist sie gespannt. Genau. Magazin 5 Schuss plus eine in Lauf. Ja. Also kannst theoretisch. Dann haben wir die Murmeln dazu. Ja. Kannst theoretisch 6 Schuss in der Waffe haben. Ja. Ganz normales Steckmagazin. Eine Sache, die ich dir auch noch erkläre, falls du da aus Versehen drankommst. Hier ganz normal ist die Magazinentnahme.
Wenn du das aber nach links drückst, ist das Magazin verriegelt. Hat den Vorteil, es nicht zu verlieren. Ja. Für Simon Stützle ist es die erste Drückjagd. Er geht heute mit den Treibern und Hundeführern in die Steilhänge, um Schwarzwild auf die Läufe zu bringen. Von Terry Junker gibt es Leder für die Beine und ein paar wertvolle Tipps. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wird das Greenhorn mit seiner Bekleidung die Herausforderung meistern? Du bist versorgt, Simon. Yes, kann losgehen. Das kann gut sein. Bevor die Jagd beginnt, gibt es wie immer die Ansprache mit den Sicherheitshinweisen. Jeder ist für seinen Schuss selbst verantwortlich. Die Freigaben werden erklärt. Die Gäste der Jagd kommen aus ganz Europa und aus Bayern. Und so manch einer kann es kaum erwarten, dass die Jagd beginnt. Schießt du heute dicke Sau? Wann eine dicke kommt. Den wir letztes Jahr ja nun wirklich die Jagd wegen Corona abgesagt haben, weil doch einige sich hier in der Region aufgeregt haben, dass wir jagen, auch wenn es um die Veränderung der ASP geht. Wir machen jetzt das Beste aus der Sache und werden ja heute Abend sehen, wie sich das darstellt. Mal gucken, die Gecko Zero, die habe ich bisher noch nie geschossen. Aber irgendwann ist immer das erste Mal hier oben. Ja, sag ich dir. Manchmal kommt es schneller, als man denkt. Die Treiber und Hundeführer machen sich bereit. Simon wird das Geschehen mit der Kamera begleiten. So, wir warten jetzt auf Kommando, dass es losgeht. Um 5 nach 10 fangen wir mit dem Trieb an. Und dann geht's ab in den Busch. Währenddessen hat sich Kai-Uwe auf der mobilen Jagdkanzel eingerichtet und macht sich mit der Waffe und dem Glas vertraut. Okay. Das ist ein sehr kompaktes Drückjagdglas. Fadenkreuz abzusehen drin, sogar verschiedene Einteilungen für den weiteren Schuss. Der Platz heute ist gut gewählt. Bei der letzten Drückjagd vor 2 Jahren gingen die Sauen nach oben ab und steckten sich im Weißdorn, der oberhalb vom Wald Deckung verspricht. Das Treiben ist im Gange und wie man hören kann, geht Simon ganz schön mit. Und das mit lauter Stimme. Weiter runter! Kai-Uwe dagegen wird mit dem Noctis 1 bis 6x28 langsam warm. Okay, ein schwächer gedimmt, ja, alles plausibel. Die Treibjagd ist voll im vollen Gange. Gerade sind die ersten 2 Schüsse gefallen. Ja, also es lässt sich hier oben durch den Pin schneller in der Vergrößerung verändern. Das Treiben kommt ja von hinten und es wird vermutet, dass auch die Sauen hier oben in den Weißdornhecken stecken. So, der Kollege sagt gerade, wir haben 8 Sauen losgemacht. Ein bisschen Rehwild war auch dabei. Sauen! Sauen! Da oben sind sie! Sauen! Ich weiß nicht, was wir in Schüssen gezählt haben. Zweistellig, 50, 60. Wir haben hier vorne ein Stück Rehwild gesehen. Da hinten habe ich einen Hasen gesehen und weit entfernt ein wegflüchtendes Stück Rehwild. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von der Kanzel. Ich hatte mich damit nie beschäftigt, weil ich ja selber kein Revierinhaber mehr bin. Das ganze Thema ist echt durchdacht. Man kann hier oben das Dach schließen, wenn es regnet, leise, nichts quietscht. Wenn man dann doch die Kanzel als Drückjagdbock nimmt, dann gibt es unten doch genügend Stehfläche aufgrund des verschiebbaren Sitzbrettes. Und ich fühle mich hier oben echt sicher. Habe genug Freiraum, um zu schwenken. Also das ist wirklich so 2-in-1, ja? Drückjagdbock, Ansitzkanzel und sogar Schlafkanzel, also 3-in-1. Alles sehr durchdacht, muss ich sagen. Macht einen sehr soliden Eindruck. Ist gut, flexibel, schnell aufbaubar. Kann man auch so als Wochenendhäuschen nehmen, ja? Weil ja ein Teelicht reicht, um es aufzuwärmen. Die Steilhänge der Mosel forderten in der Zwischenzeit ihr erstes Opfer. Schon die alten Römer wussten, dass man mit Sandalen Germanien nicht erobern kann. Ja, jetzt ist einer unserer Edeltreiber ausgefallen. Der ist extra unten vom Bodensee hochgekommen. Hat vom Arbeitgeber noch Schuhe bekommen, Bergschuhe mit Stahlkappen. Ja, und dann, wenn du jetzt mal runterfilmst, dann geht er mit solchen Tanzschuhen an den Mosel hängen zur Jagd. Ja. Und bricht sich den großen Zeh. Was soll ich dazu sagen? Nein, hier laufen sie rum und bei Hagenbeck werden sie gesucht. Ja. Das ist unglaublich. Ja, ich sag dir, ja, Landkreis Sigmaringen.
Eigentlich sollte der mit bei der Wiedervereinigung an die Schweiz übergeben werden und wir hätten das Kleinwalsertal bekommen, ja. Aber das hat der dicke Helmut nicht hingekriegt, ja. So, jetzt fährt der Kameramann mit dem E-Hunter, wir fahren jetzt zum Bergen. Neben mir sitzt, wie heißt du denn? Thierry. Ja, wie das immer so ist bei so einer Yacht, da passieren halt einfach auch manchmal Dinge, die sind nicht geplant. Unser lieber Simon ist scheiße gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat sich höchstwahrscheinlich den großen Zeh gebrochen. Und eigentlich sollte Simon jetzt hier in dem E-Hunter drinne sitzen und beim Bergen helfen. Aber Simon muss jetzt ins Krankenhaus und ich fahre jetzt sozusagen den E-Hunter ins Revier mit Thierry, der jetzt gerade die Kamera hält. Und wir helfen jetzt beim Bergen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir Novizen mit diesem E-Hunter klarkommen. Ich hoffe, der Akku ist voll. Was muss man über die Hänge an der Mosel wissen? Durch ihre enorme Steigung wird das Bergen von Wild in den Hanglagen zur körperlichen Schwerstarbeit. Jagdexperten sagen, dass die Jagd in solchen Lagen durch die Anzahl der geschossenen Stücke in Kombination mit der Steigung zu den schwersten Jagdformen von Deutschland gehört. Ohne Technik geht hier gar nichts. Wir helfen natürlich beim Bergen. Kommt ein ganz großes Schwein. Naja, was wird der haben? 30 Kilo? Ja. So, Nummer 1. Das ist ein sogenannter Hosenflicker. So, jetzt geht's den Hang runter. Hier soll irgendwo eine Sau liegen, sagt Harry. Du sagst, hier liegt irgendwo eine Sau. Zwei. Oh, ist ja nie gelaufen. Wenn hinten Hang geschossen, der hat nach oben geschossen. Und er darf nicht hier schießen, da sind die Pfeile. Also muss ein Dai geschossen haben. 85 Kilo, sagst du. 300 Meter Seil haben wir da. Das reicht nicht. Und ich denke mal, das ist der, die er gesehen hat. Und die andere, die ist dann noch weiter runtergekullert. Weil die Hunde haben auch mal kurz unten laut gegeben. Wie sollen wir die Sau da hochkriegen? Das sind gute 200 Meter Steilberg hoch. Hast du Empfang? Jetzt am Schauen. Muss man das mit fahren, ne? Er ist auch mit für den Hanghof gebunzelt. Und dann hat er dem Reusing Hornhardnecker könnte so geschlagen kommen, aber direkt am Rimm. Die läuft nicht mehr. Bist du deppert, ziehst du runter? Ja gut. Au! Manchmal landet man auch auf dem Hosenboden. Der Boden ist lehmig, das Laub ist rutschig, liegt hier Schnee, wird das Bergen zur Tortur. Ja, wenn du mal eine Bergesache filmen sollst, dann das da. Haben wir gerade gemacht. Berufsjäger Erik hat sich in Österreich eine Seilwinde von der Firma Hafu für die Drückjagd organisiert. Die wird mit Hydraulik am Traktor betrieben. Per Funk kann man sie steuern. Auf der Winde sind 300 Meter Seil. Mit der Traglast von über 1,5 Tonnen kann man damit auch das dickste Schwein im Hang bergen. Die Frage ist nur, ob die 300 Meter Seil heute reichen werden. Als nächstes wird ein Keiler und ein Überläufer geborgen. Problem, beide sind den Hang hinuntergerollt und liegen jetzt in unwegsamem Gelände. Hier kommt jetzt die Seilwinde zum Einsatz. Jetzt zeigt ihr, wie die alten Römer das damals hier gemacht haben. Ne?
Ja? Ja. Dann für dir. Okay, hol ich mal bitte dann weg. Komm. Ferry und Erik bergen das schwere Stück mit einem starken Ast. Bis zur Seilwinde fehlen ein paar Meter und so ist pure Muskelkraft gefragt. So in etwa haben die Römer vor 2000 Jahren Sauen im Hang geborgen, sagt Erik mit einem Schmunzeln. Der Überläufer wird dagegen von Ferry auf der Schulter getragen. Das kommt im Video immer gut an und wir erinnern uns, es ist glatt. Das ist der Schlauch drauf. Glücklicherweise ist Humor der Kitt, der das Bergeteam zusammenhält. Sie haben! Endlich ist das Ende der Seilwinde erreicht. Vorsicht ist geboten, denn die Winde kann einem schnell die Hand abreißen. Warte nochmal, ein bisschen zurück! Immer wieder rutscht das Schwein den Hang hinunter. Stück für Stück arbeitet man sich voran. Warte! Das sagst du. Aber gehört dazu, ist die Jagd. Nicht nur das Schießen, sondern das Bergen. Ne? Sind wir ja auch heute nicht mehr gewohnt, die Leute. Ich würde sagen, wir kommen ja trotzdem gewohnt, dass alles gemacht wird. Aber du siehst ja auch, was alles dahinter steckt. Gut, hier ist auch extrem in den Hängen. Muss auf Weg schlagen. Ne? Erstmal an den Häusern, dann die steile Hänge, lehmiger Boden. Aber natürlich, wenn du hier keinen hinsiehst, auf so Stellen, dann hast du auch kein so ein Resultat. Der Zeitplan für die Familie ist heute nicht mehr zu retten. Die Strecke war heute gut. Aber wie ich das jetzt hier sehe, liegen jetzt 42 Stück Schwarzwild plus Rehwild. Gesamtergebnis haben wir noch nicht, aber die Strecke wird hier professionell, wie wir das gewohnt sind, aufgebrochen, mit Wasser ausgespült und dann sofort runtergekühlt und geht heute Abend noch zum Wildhändler. Also so gesehen war das ein sehr guter Jagdtag. Das ist ja für den Flachländer aus Norddeutschland oder dem Münsterländer irgendwo stellbar. Nicht jetzt von der Gesamthöhe her, aber vom Steilheitsgrad. Ja, und man kann ja immer nur die Moselwinzer auch bewundern, die hier in den steilsten Hanglagen ihre Reben anbauen, pflegen und einen exzellenten Wein produzieren. Das ist körperliche Schwerstarbeit. Und hier für die Durchgeher, für die Hundeführer, aber auch für das Bergeteam ist das schwerste körperliche Arbeit, weil die Sauen teilweise sehr weit ins Tal rutschen. Und dann gibt es keinen Weg und dann musst du die irgendwie bergen mit Seilwinden und Ähnlichem. Ich meine, du hast es ja nun auch dokumentiert. Die sind heute Abend platt. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, Nathan. Wir haben heute den zweiten Jagdtag hier oben. Ich darf kurz das Ergebnis von gestern verkünden. Es waren 44 Sauen, 14 Rehe. Und auch heute wird es wieder spannend. Der Revierteil, in dem wir heute jagen, bietet noch steilere Lagen. Für das Bergeteam bedeutet das schwerste körperliche Arbeit. Und was macht eigentlich unser Schütze vom ersten Tag? Kai-Uwe wurde ein neuer Platz im Revier zugewiesen. Mit der mobilen Jagdkanzel steht er an einer Aufforstungsfläche. Der Bewuchs von 1,50 Meter bis 2 Meter Höhe bietet den Sauen ordentlich Deckung. Mit einem normalen Drückjagdbock wären die Aussichten hier an dieser Stelle sehr schlecht. Und ob die 5 Meter Augenhöhe der mobilen Jagdkanzel dem Schützen heute Weidmanns Heil bringen, das erfahren wir in den nächsten Minuten. Für die Hundeführer und Treiber jedenfalls wird das heute eine echte Herausforderung. Wir haben gerade die mobile Kanzel hier im Rahmen der Drückjagden zum Einsatz gebracht. An einer Fläche, wo es keine Drückjagdeinrichtung gibt. Wir haben hier eine Aufforstungsfläche und mit Pionierbaumarten wie der Birke. Wir sehen auch, dass hier direkt vor uns ein starker Wechsel geht. 130 Meter bis zur Waldkante, wo die Birken sind. Das sind 130 Meter und die trockene Fichte. 70 Meter bis zur trockenen Fichte, 60 Meter bis hier vorne. Glücklicherweise die Schneise noch 50 Meter. Da wir sitzen mittendrin im Treiben, an einer Stelle, die wir normalerweise jetzt so nicht hätten bejagen können. Die Sauen stecken sich und spielen mit den Treibern und Hundeführern Katz und Maus. Sauen gehen ab zu Rehwild. Rehwild stiehlt sich aus dem Treiben. Klare Ansage bei der Freigabe,
Rehwild wird nur dann beschossen, wenn es verhofft und sicherer Kugelfang gegeben ist. Ansonsten bleibt der Finger gerade. Die Sauen haben heute alle Vorteile auf ihrer Seite. Kein Schuss fällt für Kai-Uwe. Kaum ein Durchkommen. Doch scheinbar klappt es beim Nachbarn. Ja, aber es ist doch ein Traum, das mal zu sehen, wie mit welcher Schlauheit oder Cleverness sich die Sauen hier kaum wegbewegen, immer wieder durch die Treiberketten durchbrechen, hier in diesen Verjüngungshorsten und sich wieder einschieben. Jetzt liegen hier drei Stück vor uns, haben sich eingeschoben und wenn da jetzt kein Treiber kommt, dann bleiben die bis Ultimo, ja. Bewegung auf uns. Da kommt's rein. Jetzt geht's los, Mann. Ein starkes Stück. Es will zurück. Kai-Uwe macht sich bereit. Auf gut 80 Meter zieht das Stück nach rechts und für einen kleinen Moment hat Kai-Uwe das Stück frei. Der Schuss bricht und das Stück liegt im Knall. Kurze Zeit später wird ein Überläuferkeiler von zwei Treibern auf den Weg gezogen. Ein sauberer Schuss hinter den Teller streckte das Stück Schwarzwild. Sie machen es gut, das muss man denen wirklich lassen, weil wir ja immer wieder Bewegungen hier sehen in den Verjüngungshorsten, dass da Fichtenzweige oder Birken sich bewegen. Das heißt, die Sauen stecken da immer wieder drin, kommen teilweise auch aus anderen Ecken wieder rein und schieben sich ein und müssen förmlich rausgetreten werden. Ja. Und die machen das wirklich gut, weil sie die Fläche permanent beunruhigen. Und anders geht's auch nicht. Wenn du hier einmal durchgehst, kommt ja nur ein Bruchteil an Sauen raus. Ja? Und wenn die Hunde hinter irgendeiner her sind und diese jagen, dann ist ja Hopfen und Malz verloren. Aber die machen es gut, weil sie hin und her gehen, immer wieder rein ins Bürstendichte. Großes Lob. Hier, Kai-Uwe. Da kommst du nicht rein. Das ist natürlich eine Steigerung von weiß nicht, Tausenden von Prozent im Vergleich zu gestern. Ja. Das ist schon eine Herausforderung. Und man will ja den Schuss auch sauber platzieren, ja, und nicht durch einen Geschosssplitter die Sau verletzen oder ähnliches. Und hier unten können wir nichts machen. Ja. Ja, also die quält sich hier wirklich durch mit einem riesen Engagement. Lässt sich da auch nicht unterkriegen. Und das nötigt wirklich Respekt ab. Ja. Aber jetzt sind die Sauen raus, schätze ich. Jetzt haben wir keine mehr drin. Also jetzt nach dreimal hin und her, also sechsmal die Fläche beunruhigt, muss jetzt auch mal irgendwann mal Ruhe einkehren. Ja, also wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit nicht so viele Jagdtage mit so viel Schwarzwildanblick. Es war ja permanent Schwarzwild irgendwo sichtbar. Die Hunde haben hier 3 Stunden auf einer relativ kleinen Fläche permanent Sauen vorgehabt. Und dieser Überläuferkeiler, der ist irgendwann von oben reingewechselt aus den Birken und hat sich gesteckt, so 30 Meter vor uns, ist dann irgendwann vor den Treibern wieder rausgekommen und ist nach vorne rausgezogen, nach rechts weg. Die Treiber standen ja links von mir, so, und dann konnte ich dem auf 80 Meter oder vielleicht waren es 70, wissen es gar nicht so genau, sauber einen Schuss hinterm Teller antragen. Also ich muss sagen, es war heute von den Treibern her eine super Leistung, die überhaupt hier rauszubekommen. Die Sauen, die sind ja teilweise nur 5 Meter geflüchtet, haben sich wieder gesteckt und die sind permanent im Grunde genommen 6-mal über die gleiche Fläche gegangen. Und eben sogar zum Schluss beim 7. Mal haben sie nochmal Sauen hochgemacht. Die Mobilkanzel von Udo Röck, die hat uns heute auf 5 Meter Höhe gehoben. Wir konnten in diese Fläche reinschauen, das konnten wir vorher mit einem Drückjagdbock, hätten wir das gar nicht hingezaubert. Ja, und die neue Hähne Next, ja, die funzt. Da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Die ganze Handhabung ist irgendwann nach einer Stunde ist das intuitiv in Fleisch und Blut übergegangen. Und das Jahnke Drückjagdziefernrohr, ich habe ja nur mit einfacher oder anderthalbfacher Vergrößerung geschossen, mit dem Leuchtkreuz.
war auch tadellos. Schalldämpfer war hervorragend von Dämmung. Ich habe gedacht, das ist ein Zündplättchen, was hier knallt. Also man hat ja kaum was gehört. Rückschlag war auch nicht zu spüren. So gesehen hat die Kombination dazu beigetragen, neben den Treibern, dass wir heute Weidmannsheil hatten, Matze. Weidmannsheil? Ja, Weidmannsdank. Das hat jetzt sehr gut geklappt mit uns beiden wieder und mit dem Elektromobil und mit der mobilen Jagdkanzel und mit der neuen Jäger Next und mit dem Noctis von der Nachtsichttechnik Jahnke. Und dem Gecko. Und dem Gecko. Stimmt. Ja. Ach, das haben wir noch gar nicht gesagt, das Gecko Express. Gecko Express. Gecko Express. Gecko Express hat die Sau gebunden. Im Schuss. Im Schuss. Die mobile Jagdkanzel kann man auch auf der Drückjagd einsetzen. Diese 5 Meter, die Udo ja immer in seinen Videos so hervorhebt, die haben uns heute echt weitergeholfen, weil mit einem normalen Drückjagdbock wäre das, glaube ich, an der Stelle heute nicht, hätte nicht funktioniert, oder? Nein, der wäre zu tief gewesen und hier hat man ja nochmal 2 Meter mehr Sicht, mehr Höhe, ja. Und das war schon gut. Mit Terry und Erik beginnt das Bergen. Jetzt geht's ans Wildbergen. Und Terry, wie ist Elektrofahren? Fährt schon normal. Hört man nur nicht viel, aber ist ungewohnt. Aber ich denke, da gewöhnt man sich auch dran. Auch dabei ist David, der beim Versorgen der Stücke hilft. Aus dem Krankenhaus kam die Info, dass Simons Zeh nur ausgekugelt ist. An dieser Stelle noch einmal danke für deinen Einsatz. Ja, irgendwie die Lichter jetzt mal zu mehr geworden, gell? Total spannend. Matze, total spannend. Inwieweit wir vor der Jagd den Satz, diesen Tag wirst du dein Leben lang nicht vergessen, noch einmal verwenden, lieber Simon, bleibt abzuwarten. Wenn du nach Bad Saulgau nach Hause kommst, die ganzen Weiber drehen durch. Guck dir das an. Und auch heute müssen wir wieder in die Steilhänge zum Berg. Erik will 2 starke Keiler mit dem Quad aus dem Hang ziehen. So, jetzt sind wir wieder in den Steilhängen. Hier liegen irgendwo 2 Keiler, 2 richtig dicke Keiler. Und wir versuchen, die beiden jetzt mit der Seilwinde und mit dem Quad zu bergen. Komm, load up! Was, ne? Ja. Wow. Stopp. Los, was ist direkt? Weg. Stopp. Okay, ja. Doch irgendwann macht auch der stärkste Motor Start. Du bist warm geworden, ne? Da bleibt am Ende doch nur der Traktor mit Seilwinde übrig, um die Stücke zu bergen. Den Traktor fährt, wie immer, Jörg Funk. Per Funk. 300 Meter Seil, bis zu 1700 Kilo kann man ziehen. Hydraulisch angetrieben und alles per Funk. Firma Hafo aus Österreich. Top Teil. Zum Schluss sind alle körperlich völlig am Ende. Und trotzdem glücklich, es wieder einmal geschafft zu haben. Die Bergenummer ist echt hart hier, ne? Du bist ist durch, hart, ne? Und ohne das Ding, da wäre es noch härter. Ja, ich bin durch. 2 Tage Jagd, also ist schon heftig. Das Schlusswort in diesem Video hält der Berufsjäger Erik Dohm. Ich glaube, wir hatten ja 2 schöne Tage, aber das alles und auch die schöne Strecke wäre nicht, wenn wir die Treiber, die Hundeführer, die Nachsuchenführer und sämtliche Helfer danach nicht hätten. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Meinen Kollegen einen großen Dank. Merci.
Thank you.